wieder hier bei Tikmil. Ich hatte es gerade anvisiert, heute jetzt hier aktuell das Thema. Ich muss nur umschalten. Jetzt ist der Ton weg. So, nein. Ton geht nicht. The sound is off. Now it's better? Absolutely great. Also, jetzt nochmal. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Nach kurzem Tonproblem am Anfang. Thema Trading mit dem Trading Journal. Ist wichtig im Trading, dass man weiß, wie man vorankommen kann. Und wenn man sich sowas nicht aufschreibt, ist es wie überall im Leben. Wenn man aus seinen Fehlern gerne lernen möchte, ja, dann braucht man irgendwas, wo man sich aufhalten kann, wo man lesen kann, wo sind denn Fehler, wie kann ich mich denn verbessern, wo finde ich denn, was ich richtig gut mache. Weil es ist im Trading wie überall im anderen Leben auch, wenn man sich verbessern möchte, dann macht man den Fokus erst einmal auf die Sachen, die gut laufen, die schlechten streicht man raus und so wird man über die Zeit Stück für Stück auch besser. Und deswegen spielt im Trading das Thema Trading-Tagebuch eine sehr, sehr große Rolle. Morgen, danke. Wenn Sie wollen, setzen Sie sich ruhig auch ran. Sie müssen nicht den ganzen Tag stehen. Die Messe ist lang. Wir haben hier Plätze für Sie vorbereitet. Also kommen Sie ruhig mit rein. Hier weiß niemand. Thema Trading Tagebuch. Wofür ist es denn da? Wir schauen einfach mal, was wollen wir heute miteinander besprechen. Ja, der Risikohinweis, der ist auch wichtig. Trading kann Verluste bringen. Das müssen Sie einfach wissen. Das haben wir hier mit drin. Wir sprechen jetzt einfach mal über die Sachen. Was ist denn im Trading Tagebuch wichtig? Inhalte für mich persönlich in einem Trading Tagebuch ist mehr als nur ein paar Zahlen, Daten, Fakten rund um, wo bin ich denn reingegangen, wo bin ich rausgegangen. Das sind wichtige Zahlen, damit man am Ende die Ergebnisse überprüfen kann. Aber wenn wir in einem Jahr mal über einen Trade schauen, wo drin steht, wo ist der Entry, wo ist der Exit gewesen, da kann ich persönlich mich nicht mehr daran erinnern, was war denn da sonst noch? Ja, warum bin ich denn da reingegangen? Warum bin ich rausgegangen? Habe ich den Trade gut gemacht? War es eher ein schlechter Trade? Das sind so die Sachen, da kann uns das Trading-Tagebuch einfach immens stark helfen. Und aus diesem Grund sprechen wir hier einfach über die Dinge, die mit reingehören. Für jeden Tag eine Trading-Checkliste, dass wir hier entsprechend die wichtigen Daten immer auch im Blick haben, was wir dann miteinander besprechen und wie wir es handeln. Das heißt, wir schauen Selbstcheck, dann schauen wir drauf die Aufgabenliste, was will ich verbessern, was ist der aktuelle Tag, wo sind die Dinge, die wir heute machen möchten und dann selbstverständlich, dass wir den aktuellen Marktüberblick haben, das heißt die Marktvorbereitung machen, dann kommt es zum Trading, wir planen Szenarien und wenn wir diese Szenarien geplant haben, machen wir die Setups und wenn die Setups entsprechend stehen, dann traden wir natürlich und während des Trades, da sind auch bestimmte Sachen wichtig, die wir für das Trading in der Nachbereitung brauchen. Da ist es heutzutage auch sehr, sehr wichtig, dass wir mal so Emotionen mit aufschreiben, weil häufig sind Emotionen, die uns im Trading, sag ich mal, vom Erfolgreichsein abhalten. Sowas gilt es mit aufzuschreiben, wie man sich auch während des Trades fühlt. Fühlt man sich gut, ist man entspannt, ist man eher aufgeregt, wird man hektisch, weil es gegen einen läuft. All das sind ja Informationen, wo man sich verbessern kann, aber wenn die fehlen, weil man einfach nur Ein- und Ausstiegszahlen aufschreibt, da geht halt sehr, sehr viel entsprechend auch verloren. Und wenn der Trade dann vorbei ist, dann kommt die Phase nach dem Trade, die muss unbedingt auch in ein Trading-Tagebuch einfließen. Und da geht es dann halt darum, wie lief das Ganze denn? Ne? Erst einmal natürlich wieder Zahlen, Daten, Fakten, war es ein Plus-Trade, Minus-Trade, aber auch die ganzen Sachen mit aufschreiben, wie fühle ich mich denn nach dem Trade? Wie war die ganze Geschichte? Das sind Daten, die können wir dann natürlich gebrauchen, um uns im Trading Stück für Stück auch mit zu verbessern. Das kommt dort auch mit rein. Ich will Ihnen das mal ganz kurz zeigen, außerhalb der Präsentation, mein eigenes Trading-Tagebuch. Ich bin ja seit 2013 hauptberuflich an den Märkten unterwegs. Ich habe also meinen Beruf 2012 an den Nagel gehangen, bin aus der Bank rausgegangen und kümmere mich seitdem um mein eigenes Portfolio und mache auch Ausbildung in diesem Bereich, weil ich das halt auch sehr, sehr gut kann. Und wir schauen einfach mal ganz kurz, wie damals, als ich angefangen habe, mein Trading-Tagebuch auch ausgeschaut hat. Ich muss nur mal schauen, dass ich das mit dem Umschalten jetzt hinbekomme und dann gucken wir mal rein. Jetzt müssen wir gleich die Word-Datei hole ich mal rüber hier, beziehungsweise die entsprechende PDF. Kann man die jetzt sehen? Ja, gut. Also, was ich hier für Sie mal vorbereitet habe, ist einfach mal ein kleiner Blick in mein Trading-Logbuch aus dem Jahr 2013. Da habe ich ganz am Anfang von hingestellt, erst einmal ganz klar habe ich aufgeschrieben, wozu das Handelsbuch auch da ist. Und dann gab es für mich ein Regelwerk. Das Regelwerk habe ich ausgearbeitet für mich Stück für Stück, wo ich einfach gesagt habe, okay, was möchte ich denn überhaupt traden? Und das ist für mich die Kontrollbasis in dem Trading-Logbuch, Trading-Tagebuch gewesen.
Das habe ich aufgenommen, das habe ich dort mit eingefügt, damit ich auch immer wieder nachvollziehen kann, halte ich mich denn entsprechend hier auch an mein Regelwerk, was ich habe. Und dann geht es halt entsprechend weiter, dass ich gesagt habe, gut, jetzt habe ich das Regelwerk erstellt, sozusagen der Arbeitsvertrag, den man da hat. Und danach habe ich halt Dinge aufgenommen, die für mich persönlich im Trading damals auch extrem wichtig gewesen sind, dass ich halt auch heute noch genau nachvollziehen kann, was war denn damals überhaupt der Fall, ja? Also so Sachen wie, wann ich den Trade gemacht habe, das ist ja alles, das können wir immer wieder über nackte Zahlen da die Fakten rausfinden, aber so Sachen, mit welchem Instrument ich gehandelt habe, welche Chartlage wir damals auch gehabt haben, ob es ein Aufwärtstrend, ein Abwärtstrend war, ob ich einen Trend getradet habe, also seine Bewegung oder die Korrektur des Ganzen, da kann ich mich nach einem Jahr, ich persönlich nicht mehr dran erinnern, bei den Mengen an Trades, die entsprechend laufen. Und das sind Dinge, die schreibe ich einfach auf, dann war im Endeffekt hier, Sie sehen es auch, diese Aktie, das war gewesen die Phoenix Solar, die habe ich im Minutenchart getradet, Handelsrichtung war Long, ich hatte hier im Tag aufwärts, die Stunde aufwärts gerichtet, also ist dort alles auch zusammengegangen, das passte zu meinem Regelwerk. Hier dann noch die charttechnischen Gründe habe ich an dieser Stelle aufgeschrieben, für mich persönlich. Und dann gab es halt hier noch die Sachen, welche fundamentalen Gründe damals der Fall gewesen sind, warum ich diese Aktie getradet habe. Das ist alles Arbeit, das weiß ich, aber diese Arbeit hat mir halt geholfen, Trading profitabel zu werden, die Stellen zu finden, wo ich Probleme habe, die mich vom Erfolgreichsein abhalten. Und dann, ja, am Ende ja, ist der Trade einfach durchgelaufen. Das sind wiederum Zahlen, die Sie ganz normal dann auch über das normale Trading rausfinden können. Das heißt, wo sind Sie reingegangen, wo sind Sie rausgegangen, wie war der Profit oder gab es ein Minus. Aber das alleine hilft mir persönlich nicht, um erfolgreich zu werden. Deswegen brauche ich mehr Informationen. Und das ist mal total einfach dargestellt, wie ich damit gearbeitet habe. Ich wollte da nichts Kompliziertes haben, sondern wirklich die Fakten auf den Punkt zu bringen. Das mal als Bild. Also so sieht das Ganze bei mir entsprechend aus. So, jetzt gehen wir zurück in die Präsentation, dass wir hier auch weitermachen. Und zwar hier starten wir, machen wir da weiter. Sehen wir die Präsi? Ja, wunderbar. Das ist sehr schön. Das heißt, den Themenüberblick haben wir jetzt schon durch. Can you see me in the camera when I switch side by side? Is everything fine? Great, okay. Dann schauen wir einfach mal hier entsprechend rein. Warum sage ich, man sollte ein Trading-Tagebuch führen? Es gibt einen sehr, sehr, sehr wichtigen Grund. Wahrscheinlich geht es vielen von Ihnen genauso. Im normalen Leben, viele Trader arbeiten als Angestellte. Als Angestellter hat man einen Arbeitsvertrag, man geht auf Arbeit, leistet seine 40 Stunden ab, macht, was im Arbeitsvertrag steht, alles ist gut, am Monatsende kriegt man sein Gehalt. Ob man nun sehr erfolgreich war oder nur die Arbeit gemacht hat, spielt da keine Rolle, das Geld kommt. Jo, aber wenn wir dann ins Trading gehen, da gibt es so Nuancen, die sind ein bisschen anders. Als Trader ist man selbstständiger und das ist eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Aus diesem Grund brauchen Sie halt in irgendeiner Art und Weise etwas, wo drin steht, was Sie tun müssen, woran Sie sich halten müssen, damit Sie entsprechend auch erfolgreich werden. Und das dann immer wieder zu duplizieren, das ist dann die Aufgabe, wenn Sie sich im Trading entsprechend weiterentwickeln. Das heißt hier, die Entscheidung, die wir treffen, treffen wir nicht, weil Sie in irgendeinem Arbeitsvertrag stehen, sondern die treffen wir, weil wir gesagt haben, da ist ein Setup, das möchte ich gerne traden. Das treffen wir von ganz, ganz alleine. Und diese Entscheidungen führen am Ende zu einem Gewinn oder einem Verlust. Das klingt banal, das ist banal, mehr ist es nicht. Und die Resultate im Trading langfristig, die bauen im Endeffekt auf Erfahrung auf und mit dem Trading-Tagebuch können Sie sozusagen auf diesen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, das Ganze ausbauen und in die richtige Richtung bringen, das Ganze sortieren. Und wenn wir das Ganze wirklich aufschreiben, das dauert, ich weiß, das ist auch langweilig und ätzend für den einen oder anderen, nur es bringt Sie halt voran. Das heißt, gerade am Anfang hat der Trader ja so diese große Motivation, ja jetzt, da ist ein Chart, da tickt's, da muss ich traden, weil ich bin ja Händler. Das ging mir damals am Anfang ganz genauso. Nur ich habe halt einfach gemerkt, es ist besser, wenn ich mich mal einen Schritt zurücknehme und entsprechend sage, ich nehme jetzt die Zeit vom Trading weg, gehe nicht in die Charts, sondern arbeite einfach mal aus, was ich heute oder in der vergangenen Woche gemacht habe, schaue, wie erfolgreich ich gewesen bin und schaue einfach mal, was möchte ich in Zukunft genauso weitermachen. Und was möchte ich in Zukunft verändern? Und da hat mir das Trading-Tagebuch geholfen, weil ich einfach immer wieder nachlesen konnte, was ich wann wie gemacht habe und was mich wann wie in welche Situation im Trading gebracht hat. Und deswegen helfen uns die Mitschriften zu optimieren und wir behalten das, was funktioniert, bei. Und das, was nicht funktioniert, das schmeißen wir einfach raus. Und dafür ist das Trading-Tagebuch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und das führt dann am Ende dazu, dass wir uns als Trader, ich sage mal, evolutionär weiterentwickeln. Ich kenne das selber von vielen Leuten, die ich auch betreue.
wenn eine Handelsstrategie nicht funktioniert, wird die nächste ausprobiert, die übernächste und die überübernächste und irgendwann wird das Trading aufgegeben. Das ist ein normaler Prozess, den erlebe ich immer wieder. Aber die Trader, die sagen, nee, ich will jetzt nicht jemanden anders nachtraden, sondern ich weiß, dass seine Strategie funktioniert, aber ich komme mit dieser Strategie nicht zurecht, dann setze ich mich doch als Trader hin, wenn ich mich verbessern will und schaue einfach mal, was mache ich denn anders, als die Strategie mir vorgibt. Und da sieht man dann die Punkte, wo man Fehler macht. Und da hilft dieses Trading-Tagebuch. Und wer an der Stelle sagt, nee, die Strategie ist Mist, die schmeiße ich weg, sondern er sagt, die weiß, dass die Strategie funktioniert und ich gucke mal, wo meine Fehler sind, das können wir dann dazu nutzen, um uns hier Stück für Stück auch weiterzuentwickeln. Das heißt, dieses Verbessern in der evolutionären Art und Weise führt uns dazu, dass wir effektiv, sehr effizient und flexibel handeln können, weil das Ganze einfach hier unten, hier oben in unserem Kopf entstanden ist und aus unseren eigenen Erfahrungen sozusagen die eigene Strategie an den Mann gebracht hat. Und das ist viel, viel wichtiger, als irgendwas nachzutraden, was man am Ende gar nicht zu 100% entsprechend versteht. Meine eigene Handelsstrategie, die zeige ich auch jeden Morgen auf Tickmill. Und ich weiß, was ich da zu tun habe. Und die Bilder zu zeigen, das ist das eine. Aber daraus dann effektiv und so zu traden, dass sie Geld verdienen, das ist nochmal einen kleinen Ticken anders. Das heißt, da gibt es noch ein paar Sachen dazu. Deswegen aufschreiben und wirklich daraus lernen. Also, was haben wir hier im Trading-Tagebuch? Wir schauen einfach mal, was da entsprechend in so ein Trading-Tagebuch meiner Meinung nach auch reingehört. Das heißt, zum einen, das Trading-Tagebuch an sich soll uns vorbereiten, mental auf das, was gleich im Trading passieren wird. Weil das ist ja eine ganz andere Aufgabe, als den normalen Job zu haben. Das heißt, wir fragen uns am Anfang, sind wir denn bereit für die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen als Trader? Das heißt, sind wir fit? Fühlen wir uns gestresst? Hatten wir einen schweren Arbeitstag? Das sind ja alles so Sachen, die beeinflussen unsere Aktivitäten. Immer, auch wenn man das am Anfang nicht wahrhaben möchte, aber wenn man entspannt tradet, kann man ganz anders arbeiten, als wenn man einen richtig stressigen Tag hatte, wie auch immer. Da trifft man Entscheidungen einfach auf Grundlage von einer ganz anderen Gefühlssituation. Und das ist hier wichtig zu wissen. Also Gesundheit, hat man Stress gehabt, gab es Probleme im Job oder privat zu Hause, Kinder sind in der Schule nicht so, wie sie sein müssen, gab es Tage vom Lehrer, keine Ahnung, da gibt es ja viele Sachen, die uns als Trader entsprechend in eine Situation bringen können, wo wir einfach nicht mehr frei entscheiden können. Einfach weil wir im Geiste von anderen Sachen noch blockiert werden. Das heißt, die große Frage ist, haben wir eine positive Grundstimmung, dass wir das Schwere, was wir auf der Trading-Bühne dann machen müssen, entsprechend auch durchhalten können. Dann natürlich im Trading, da braucht man auch Ruhe. Also ich sehe es ja hier, wenn Sie so einen Job haben, wo permanent Krach ist und Lärm ist, dann ist es natürlich schwer, sich voll zu konzentrieren. Wenn man aber einen Tradingplatz hat, wo Sie entsprechend alles so eingerichtet haben, dass Sie in Ruhe und Ungestörtheit traden können, dann ist das was ganz anderes. Und das ist einfach so wie so eine Art Checkliste, die Sie in Ihrem Trading-Tagebuch einfach mit reinnehmen können, um das Ganze dann Stück für Stück auch abzuarbeiten. Als nächstes kommt dann der Punkt, wo man sagt, was möchte ich denn an meinem heutigen Trading-Tag auch machen? Was sind Verbesserungen, wo ich ganz einfach Sachen, Fehler, die ich beim letzten Mal gemacht habe, nicht zwangsweise noch ein zweites Mal machen möchte, sondern einfach überlegt, wie war denn jetzt die Strategie? Was wollte ich diesmal sein lassen, damit ich entsprechend den Fehler nicht wiederhole und die Strategie besser durchhalten kann? Man setzt sich dann auch Handelsziele für den entsprechenden Tag. Gerade im kurzfristigen Trading ist sowas sehr, sehr, sehr wichtig. Die dienen entsprechend auf ersten Seite den Schutz vor Overtrading, weil das ist auch eine Gefahr, dass man einfach viel, viel, viel zu viel tut und damit entsprechend in Situationen kommt, wo man gar nicht hin will. Auf der zweiten Seite dient das Ganze, diese Trading-Ziele, natürlich auch dazu, dass man erst einmal sagt, in welchem Zeitrahmen möchte ich denn überhaupt handeln. Also habe ich Zeit im Minutenchart zu traden oder ist es eher der Stunden- oder der Tageschart? Als nächstes sagt man, wie viel möchte ich denn überhaupt traden? Also das ist hier auch das Thema Schutz vor Overtrading. Und dann kann man noch ein Gewinnziel festlegen, dass man einfach sagt, wenn jetzt so und so viel Geld entsprechend verdient worden ist, dann höre ich heute auf zu traden. Hallo, grüß dich. Und wenn wir auf der anderen Seite den Risikopuffer auch bestimmen, dann können wir auch genau sagen, wenn ich heute schlecht getradet habe und ich habe zum Beispiel meinen Risikopuffer für den heutigen Tag ausgeschöpft, dann höre ich auf zu traden, weil das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man heute nicht gut drauf ist. Und dann schadet man sich als Trader immer und immer wieder. Und deswegen gibt es diese Risikopuffervorgaben, dass man sagt, wenn heute hier das erreicht wurde, da ist einfach Schluss in diesem Bereich. Da wird nicht ganz gearbeitet. So, wenn das fortgesetzt wurde, das heißt, wenn wir genau wissen,
was wir heute machen wollen, dann müssen wir natürlich die Marktvorbereitung angehen. Das heißt, in diesem Punkt schauen wir einfach, welche Nachrichten kann es denn heute geben, die den Wert, die sozusagen die Währung oder den Index oder den Rohstoff heute bewegen können. Also beispielsweise, wer den Ölmarkt tradet, der muss natürlich immer wissen, wann spricht denn die OPEC, wann gibt es neue Rohöllagerbestände, weil das einfach Sachen sind, die diesen Markt stark kurzfristig bewegen können. Und deswegen muss man immer schauen, dass man weiß, wann welche Nachrichten kommen. Oder wenn eine Zentralbank irgendwas über die Zinssituation sagt, das kann einen sehr, sehr großen Impact, gerade im kurzfristigen Bereich, auf die Währungen haben. Das muss man einfach wissen, das gehört zur Tagesvorbereitung mit rein und das muss auch ins Trading-Tagebuch mit rein. Der ein oder andere wird sich jetzt sagen, wieso soll ich denn hier aufschreiben, dass heute zum Beispiel eine FED-Sitzung ist? Ganz klar, wenn Ihr Trade in die Hose geht, aber Ihr Setup korrekt war, wissen Sie in einem Jahr nicht mehr, was der Fehler war. Wenn Sie aber sagen, Mensch, ich habe jetzt hier getradet und habe völlig verpennt, dass es 14.30 Uhr die Pressekonferenz der FED gab und Sie deswegen mit einem blöden Ergebnis ausgestoppt worden sind, dann ist jetzt das der Fehler gewesen. Das heißt, Ihre Strategie war vielleicht perfekt, aber die FED-Sitzung, die Pressekonferenz, die hat alles zerschossen. Und da muss man lernen draußen. Wer sich sowas nicht aufschreibt, kann natürlich diese Quelle nicht eruieren. Und deswegen gehört das mit aufgeschrieben und den Marktüberblick zu verschaffen, um einfach diese High-Impact-News wirklich zu umgehen oder sich genau hinzusetzen, wann die kommen und dann die Marktreaktion daraus entsprechend auch zu traden. Also das gehört ins Trading-Tagebuch entsprechend auch mit rein. Als nächstes kommt es dann zu dem Punkt, dass wir sagen, wir wissen jetzt, wie wir heute traden wollen. Wir wissen, wann wichtige Marktnachrichten kommen. Als nächstes schauen wir doch einfach mal, welche Instrumente wir heute handeln wollen. Und da sage ich auch immer, Leute, handelt immer bitte im Trend, trendkonform. Ob er jetzt den Stundentrend, den Tages-, Wochen-, Monatstrend oder den 10-Minuten-Trend nimmt, das ist völlig wurscht, ja. Hauptsache, ihr handelt mit einem Trend, ihr wisst, wo die Hauptrichtung hingeht, dass ihr genau entscheiden könnt, ist das jetzt ein kurzer Quickie, der mal gegen den Trend geht, oder ob ihr eher sagt, nee, das soll mal ein kleiner Swing über eine Stunde oder zwei Stunden werden, wo wir einfach in Richtung des vorherrschenden Trends beispielsweise auf der Stunde arbeiten. Das heißt, bestimmt die Trends und nur wenn ihr das richtig könnt, dann werden die Handelssignale auch funktionieren. Und deswegen durch die technische Analyse das übergeordnete Chartbild bestimmen, die Trendrichtung bestimmen und dann könnt ihr halt auch wirklich ganz genau sagen, wie sieht es denn aus? Sind wir jetzt weit in der Bewegung? Stehen wir tief in der Korrektur? Und da können wir dann entsprechend die Handelssignale auch raussuchen. Wir sehen im Chart dann auch, wo sind Unterstützungen, wo sind Widerstände. Und da können wir unsere eigenen Strategien an diesen Punkten ansetzen. Aber wir müssen erstmal sicherstellen, dass die aktuelle technische Situation wirklich auch so ist, wie wir die brauchen. Und das sehen wir entsprechend, wenn wir in die Charts mit der technischen Analyse reinschauen. Und wir können beispielsweise hier auch sehen, wie sich ein Markt zum Beispiel an seinen gleitenden Durchschnitten verhält. Ja? Wenn wir beispielsweise einen Markt haben, der immer wieder an seine GD20 ranläuft und von dort immer wieder hochdreht, da kann man doch als Händler auf die Idee kommen, Mensch, wenn da immer wieder Käufer reinkommen, dann gucke ich doch einfach mal, wenn der Markt wieder darunter läuft, was der Markt dort macht. Und wenn er wieder hochdreht, dann gehe ich doch mal mit dem Hochdrehen mit. Das sind ja Ideen, die wir daraus ziehen können. Und das lesen wir alles aus der Situation des aktuellen Charts raus. Ja? Und dann der Blick entsprechend auf die individuellen Nachrichten. Das heißt, vorhin hat man ja einen allgemeinen Nachrichtencheck. Aber wer jetzt sagt beispielsweise, ich möchte jetzt ein Währungspaar US-Dollar, mexikanische Währung traden, da muss man natürlich immer mal noch gucken. Das hat jetzt natürlich nicht zwangsweise was mit Nachrichten von der FED zu tun oder mit dem Ölpreis oder wie auch immer. Da können es andere Nachrichten geben. Da muss man individuell immer mal noch gucken, ob da irgendwas ist, was den Titel heute entsprechend mit bewegen könnte. Das Ganze checken wir dann immer für jeden Markt, den wir handeln wollen. Ja? Also es nützt nichts, wenn Sie eine Chartanalyse im DAX machen und dann den Euro-US-Dollar traden wollen, sondern jedes einzelne Instrument braucht entsprechend die Chartanalyse. Also das zum Thema Marktüberblick. So, ich sehe gerade, meine Folien bauen sich irgendwie ein bisschen komisch auf, aber egal. Was wir als nächstes dann machen, ist, dass wir technischen Sachen gemacht haben. Wir wissen also, wo der Markt aktuell steht, wo er möglicherweise hingeht. Wir arbeiten jetzt als nächsten Punkt sozusagen die Situation aus, dass wir unser Setup kreieren. Das heißt, wir prüfen jetzt einfach mal, wo geht denn der Markt wahrscheinlich hin? Das heißt, wir machen jetzt Szenarien. Wir bereiten uns vor und das hat den großen Vorteil,
dass wir schon genau wissen, was wir wann machen. Das heißt, wenn der Markt die eine oder andere Richtung spielt, haben wir hier schon die Vorbereitung getroffen, was machen wir denn, wenn der Markt den Abprall macht, was machen wir denn, wenn er irgendwas nach unten durchbricht. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten eruiert und sagen jetzt hier ganz genau, wenn A oder B passiert, machen wir genau das, was wir hier aufgeschrieben haben. Und das steht im Trading-Tagebuch auch drinnen. Und das hilft uns dann genau zu sagen, haben wir hier gut gearbeitet oder schlecht gearbeitet. Und das bereitet uns dann natürlich auch sehr, sehr gut auf die kommende Handelssession entsprechend vor. Und wenn wir das gemacht haben, ich erlebe das immer wieder, gerade bei jungen Tradern, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, die sagen sich, naja, der Markt ist jetzt kurz davor auszubrechen. Ich will ja gleich im Ausbruch mit dabei sein, weil ich will ja keinen Pip abgeben. Was macht der Trader? Der geht rein, bevor der Markt das Signal überhaupt triggert. Und da sage ich, bitte, rennt den Markt nicht vorne weg, weil ihr habt überhaupt keine Ahnung, keine Idee, ob der Markt überhaupt in diese Richtung geht. Das heißt, ich sage mal, arbeitet eure Setups aus und lasst dann bitte den Markt entscheiden, welches Setup er spielt. Und wenn der Markt euer Setup spielt, dann könnt ihr es traden. Vorher nicht, weil wenn ihr beispielsweise sagt, da oben ist ein Widerstand und ihr sagt, Mensch, der bricht da oben raus, der geht da drüber. Da gehe ich jetzt schon mal long, weil ich will dem Schub ja natürlich dabei sein. Das ist geil, wenn das wirklich funktioniert. Aber wir wissen ja nicht, ob der Widerstand seine Widerstandsarbeit leistet. Ja, und deswegen erstmal warten, ob der Bruch oder der Abprall kommt. Und wenn dann eine dieser beiden Strategien läuft, dann arbeiten wir mit unserer Strategie entweder in Ausbruchrichtung oder aber in Abprallrichtung. Deswegen entscheiden wir, wenn der Markt entschieden hat, was wir machen. Das heißt, ich sage immer, erst der Markt, dann wir. Das hilft uns ein bisschen, entsprechend Fail Trades hier zu vermeiden. Auch wenn wir manchmal ein paar Pünktchen abgeben, aber die Sicherheit ist da mehr auf unserer Seite, weil wir einfach den Markt schon in die Richtung laufen haben. Da zeigt uns der Markt, dass er wirklich entsprechend dort auch hin will. Das heißt, vorher ist Glücksspiel. Wir wissen nicht, ob es wirklich drüber läuft oder nicht. Punkt ist hier, Geduld, also erfahrene, erfolgreiche Händler sind auch Menschen, die geduldig auf das entsprechende Setup warten und wenn es der Markt spielt, dann mit losgehen. Das ist die Szenarioplanung. So, als nächstes, ich mache mal kurz die Folie hier durch, damit wir alles sehen. So, als nächstes geht das jetzt um die Sache, wenn wir unsere Szenarien sozusagen gespielt haben, also rausgearbeitet haben, was passieren könnte, dann bestimmen wir das Setup, was wir traden wollen. Ja, wir traden ja nicht alles immer gleich. Das heißt hier, wir sagen ganz klar, welches Szenario, welches Signal soll gehandelt werden und prüfen dann im Chart nach, ob die Voraussetzung dafür überhaupt stimmt. Das heißt, das Thema Verortung im Chartverlauf und passt die Trade-Richtung zum Trend, den wir zum Handeln haben wollen. Also hier einfach nochmal eine Sichtprüfung und dann natürlich nach dem Handelssignal gibt es ja noch ein paar mehr Sachen. Wir müssen uns absichern und ja, wir wollen ja irgendwann auch mal einen Gewinn mitnehmen. Den Gewinn nimmt man besser nicht im Blauen mit, sondern sagt einfach, können wir denn im Chart schon Punkte sehen, wo wir eine Gewinnplanung machen soll. Wer kommt nach uns, sage ich mal, wenn wir long sind, wer kauft nach uns, wenn wir short sind, wer verkauft nach uns, weil das sind ja die Situationen, wo wir unsere Trades dann schließen wollen. Wir sind ja früher reingegangen, wir sind ja clever als Händler, wir steigen ja nicht irgendwo ein, sondern wirklich an den bestimmten Punkten. Und das können wir im Chart sehen. Das heißt, erst einmal auch das Potenzial zu planen, ist denn überhaupt Potenzial da in unserer Richtung? Und wenn ja, dann ist das ja eine Wahrscheinlichkeit, die unseren Trade unterstützt. Und dann müssen wir, bevor wir den Trade auslösen, auch noch drüber nachdenken, was können wir denn im Trade planen? Wir können ja in der Regel nie planen, in welche Richtung, also wie weit der in unsere Richtung läuft, das wissen wir ja nie. Aber was wir sehr, sehr schön planen können, ist die Stelle, wo wir unseren Verlust platzieren. Das ist das, was wir kontrollieren können im Trading. Und aus diesem Grund ist das auch so immens wichtig. Das heißt hier, wenn wir das Setup auch gestalten, immer genau auch die Punkte raussuchen, wo wir uns besser absichern sollten und wie unser Risikobudget entsprechend für den Trade dann am Ende auch mit ist. Und dann geht es um das Betreuen des Trades sozusagen, also der nächste Schritt. Das Setup ist angelaufen, wir wurden in den Markt eingetriggert. Was ist denn jetzt zu tun? Das heißt, auch da haben wir ja als Trader ein paar Aufgaben, die wir handeln müssen, um einfach das Management im Trade so zu gestalten, wie wir das haben wollen, wie es in unserem Handelsplan auch drinsteht. Punkte sind da. Stopp nachzuholen. Na, ihr seht hier, viel zu tun haben wir, wenn der Trade läuft, nicht mehr. Die Hauptarbeit kommt vorher. Aber wir müssen natürlich schauen, muss ich meinen Stopp nachziehen? Kann ich meinen Stopp in den Break-Even ziehen? Es gibt ja diverse Ansätze, wie ein Trade am Ende laufen soll. Aber so ein Break-Even-Trade ist ja erst einmal was Schönes. Das heißt, wir sagen ganz
genau, wie wollen wir den Stopp denn nachziehen? Über was? Über ein SMA-Trailing, über markttechnische Trendtiefs oder Trendzug, das muss natürlich im Vorfeld bestimmt sein. Und das ist unsere Aufgabe, das als Händler dann zu machen. Das Ganze dann händisch oder quasi via Trading-Stop automatisch, das spielt dann am Ende keine Rolle mehr, aber man muss einfach prüfen, dass das alles funktioniert. Und dann ist hier noch ein Fakt, den gebe ich den Händlern immer gerne an die Hand. Schreibt mal auf, wie ihr euch während des Trades fühlt. Weil diese Gefühle, die haben sehr, sehr großen Einfluss auf das Ergebnis im Trade. Ja, wer zum Beispiel das Ziel hat, aus einer tiefen Korrektur im Aufwärtstrend hoch zu traden, bis zum letzten Hoch dieses Trends, den wir gerade haben, und es permanent nicht schafft, da oben anzukommen, weil er nervös wird während des Trades, weil er schwitzige Finger bekommt, dann hat das emotionale Auswirkungen. Und wenn ihr sowas nie aufschreibt, könnt ihr das nie rausfinden. Wer das aber mit aufschreibt und 10-mal gesehen hat, ich Depp, der lief da hoch und ich bin nach einem Drittel raus, weil ich nervös war, dann sollte man sich als Händler einfach mal hinsetzen und überlegen, was bringt mich denn zur Nervosität? Weil eigentlich ist ja alles cool, das Setup läuft, am Ende ist das passiert, was ich wollte, aber ich bin immer vorher rausgegangen. Wenn es Nervosität ist, wenn es Angst ist, wenn es ein Drang ist zu handeln, das sind alles Sachen, die uns beeinflussen. Und wer das kennt, kann sich dann am Ende hinsetzen und sagen, ich erarbeite mir jetzt einfach meine Strategie, wie ich von der Nervosität wegkomme, wie ich von diesem Drang zum Handeln wegkomme. Und wenn man diese Strategie ausgearbeitet hat und die dann umsetzt, wird man sehen, dass man plötzlich viel, viel profitabler handelt, einfach weil dieser Fakt umgangen wird. Weil bestimmte Sachen können wir einfach nicht ändern. So wie Angst zum Beispiel. Angst ist natürlich angeboren, die haben wir, das ist ein Schutzmechanismus, den brauchen wir. Aber Angst hat im Trading nichts zu tun. Die Angst bringt uns jedes Mal in schlechte Situationen. Und aus diesem Grund gilt es hier, wer im Trading irgendwann Angst hat, einen Plan zu erarbeiten, wie wir aus der Angst wegkommen, wie wir die umgehen können, weil ausschalten können wir die nicht. Und dafür hilft entsprechend auch die Gefühlssache mal während des Trades. Und jetzt hat die Trade-Nachbereitung, man hat eigentlich keinen Bock mehr auf Deutsch gesagt, einen langen Trading-Tag gehabt und dann heißt es auch, jetzt muss ich mich noch hinsetzen und das Trading-Tagebuch schreiben. Das ist total ätzend. Das hat mich früher auch immer genervt. Am Anfang habe ich das dann vernachlässigt. Und dann kamen aber immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, hey, du solltest mal besser doch dein Trading-Tagebuch in der Nachbereitung noch führen, weil die Fehler müssen ja aufgearbeitet werden. Also habe ich mich wieder ein Stück zurückgenommen, den einen oder anderen Trade weggelassen, das ausgearbeitet und dort halt dann auch aufgeschrieben, was kann ich denn jetzt entsprechend verbessern. Das heißt, wir machen erst einmal ganz normal die Auswertung der Zahlen. Das ist ja relativ einfach, das ist auch schnell gemacht. Aber was dann etwas an Arbeit kostet, ist das emotionale Gesamtbild zu beurteilen. Das heißt, bin ich hier wirklich emotional geworden? Das ist das, was die Händler am meisten voranbringt. Und dann etwas, das ist äußerst wichtig. Und zwar ganz, ganz ehrlich zu sich selber zu sein. Habt ihr wirklich hundertprozentig genau das gemacht, was ihr eigentlich wolltet? Und das ist ein Fakt. Ich kenne das selber noch, das kenne ich auch aus den Coaching-Betreuungen, die ich mache. Das ist häufig für viele Leute so eine Schwelle, wo man eigentlich nicht drüber will. Weil das ist eine ganz komische Situation. Das ist blöd, das will man nicht, weil da gibt man ja seine eigenen Fehler zu. Aber wer das nicht schafft, wird langfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit im Trading nicht profitabel sein. Aber wenn sie das schaffen, hier ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, sorry für die Wörter, aber ich habe hier den Scheiß verbrochen. Ich habe auf den Knopf gedrückt in einer Situation, wo ich gar nicht hätte draufdrücken dürfen. Und ich habe draufgedrückt, weil ich gierig war oder weil ich Angst hatte, was zu verpassen. Das ist Selbstehrlichkeit. Da ist nicht Mr. Market schuld, das sind wir Trader. Und das ist wichtig, hier wirklich ehrlich zu sein. Und wenn er den Schritt gegangen ist, dann kann der Händler auch schauen, wie kann ich mich hier an der Stelle verbessern und das Ganze entsprechend aufarbeiten und auch ausarbeiten. Das, diese Ergebnisse, die hier rauskommen, die nutzen wir dann entsprechend, um unseren Handelsplan weiterzuentwickeln, um uns selbst weiterzuentwickeln und Stück für Stück voranzubringen. Das heißt, hier die persönlichen Fortschritte, alles aufzuschreiben und den Handelsplan dann evolutionär auf die nächste Stufe entsprechend auch zu heben. Das zum Thema Trading-Tagebuch. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen schönen Input gegeben. Wer noch Fragen hat, einfach auf mich zukommen. Und ansonsten, vielleicht schon gesagt, wenn Sie mögen, schauen Sie ruhig jeden Morgen bei Tickmill rein. Wir machen hier jeden Morgen ein Morning Briefing, wo ich die Märkte für Sie scanne, ein paar interessante Situationen gebe und auch mal ein paar Einblicke gebe, wie ich die Märkte anfasse, wie ich trade, wie ich scanne. Das gerne. Schauen Sie auf die Facebook-Seite von Tickmill, da können Sie das Ganze liken und da verpassen Sie keine dieser Sachen. Danke und noch eine schöne Messe. Wer Fragen hat, einfach auf mich zukommen. Vielen Dank. Thank you.